Ja, ich bin jetzt hier bei den Gerolzauer Bach entlang gelaufen, habe mir schon mal die Location angeschaut. Das ist ja auch das erste Mal, wo ich jetzt da bin und ist nicht so groß wie die umliegenden Wasserfälle oder Bäche. Da gibt es ganz andere Kaliber, wie zum Beispiel der Gertelbacher, der nicht sehr weit von hier ist, oder der Allerheiligen. Die sind dann im Gegensatz zu dem Gerolzauer doch schon um einiges größer. Hier gibt es eine Hauptattraktion, sage ich mal, ein Wasserfall, den ich gefunden habe, was wohl auch dieser Wasserfall ist. Leider waren da momentan noch so viele Leute, dass Bilder machen derzeit nicht möglich war. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, ich gehe jetzt nochmal hin und dann sehen wir weiter, was wir da noch an schönen Bildern heute rausholen können. Ja, ich bin jetzt hier die Location mal ein bisschen abgelaufen und nach ein paar Spots gesucht. Und den, was ich gefunden habe, ist jetzt der Wasserfall direkt hinter mir. Also das ist so die Hauptattraktion wohl scheinbar hier. Und auch der einzige, der in der Größe da ist. Ansonsten gibt es hier noch viele kleine Kaskaden, aber nicht so schön groß wie der jetzt hier. Aber für jeden, der gerne fließendes Wasser fotografieren möchte, der wird hier definitiv fündig. Überall gibt es eine kleine Stelle, wo man mal eine Nahaufnahme vielleicht auch machen kann. Und ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, wenn man nicht zu weit weg wohnt. Ja, ich werde jetzt erstmal ein, zwei Testschüsse machen, um zu gucken, wie die Lichtverhältnisse sind. Ist jetzt ein bisschen dunkel. Da weiß ich gar nicht, ob ich einen großen Filter brauche. Also wenn, dann 0,8er ND. Um die Belichtungszeit möchte ich so bei einer halben Sekunde bis eine Sekunde machen, damit ich noch Struktur in den Wasserfall habe. Aber dass nicht nur noch so Nebel ist, sondern dass es wirklich noch so ein bisschen fließend ist. Was ich dafür auf jeden Fall verwenden werde, weil das Wasser ist auch schön klar und das möchte ich auch gern behalten, werde ich einen Vollfilter mitnehmen und guck mal, werde schauen, ob ich bei dem Licht dann, ob er da noch was bringt, aber sollte eigentlich machbar sein. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal ein, zwei Testschüsse, um zu sehen, was dabei rauskommt und ich zeige euch dann, was ich genau eingestellt habe. Ich werde definitiv hier einen Vollfilter benutzen, um hier vorne die ganze Spiegelung herauszubekommen, die ich definitiv nicht haben möchte. Ich mache erstmal einen Schuss, dass man es dann besser sieht. Zusätzlich habe ich an meiner Kamera einen 2-Sekunden-Timer eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf das Display drücke, braucht die Kamera nochmal zusätzlich 2 Sekunden, bis sie auslöst, um die ganzen Vibrationen aufzuheben, die durch die Berührung kamen. Hier vorne hier ist jetzt deutlich die Spiegelung im Wasser zu sehen, die ich jetzt nicht mehr haben will. Die beseitige ich, indem ich hier an den Polfilter drehe. Ja, jetzt ist die ganze Spiegelung vorne entfernt und ich kann nochmal einen Testschuss machen. So, als Bildkomposition oder um mehr Tiefe ins Bild zu bekommen, habe ich mich hier für den Stein entschieden. Den fokussiere ich mal an. Ich habe eine 8er Blende eingestellt, weil da mein Objektiv am schärfsten ist. Ja, sehe, da hinten ist noch ein bisschen überbelichtet. Ich war hier bei einer 1,3 Sekunden, da gehe ich mal auf 1 Sekunde runter. Ja, das Histogramm sieht gut aus so.
dann kann ich noch mal ein Bild machen. Ich fokussiere mal den Wasserfall hinten an und siehe da, keine Überbelichtung mehr. Perfekt, so möchte ich es haben. Jetzt noch mal ein Bild vom Vordergrund. Die beiden Bilder kann ich dann später übereinander legen im Lightroom und hole mir hier eine komplette Tiefenschärfe. Mal das Gesamtbild anschauen. Klasse, gefällt mir richtig gut. Das ist doch was ganz Feines, was man schon hat. Hier oben gerade mit dem Licht. Ich mache da mal einen Sicherheitsschuss, damit ich das auf jeden Fall nachher scharf habe. Ja, klasse. Nochmal im Polfilter gucken, ob ich doch noch was rausholen kann. Hat schon so gepasst, wie ich ihn hatte. Super. Und dann würde ich sagen, einmal noch einen Sicherheitsschuss machen. Von der Mitte, damit ich dann später das Fokus-Stacking machen kann, wenn es notwendig ist. Ja, von der Position hier war es das. Mehr brauche ich gar nicht. Ich hatte unten, glaube ich, noch eine andere Stelle gesehen, wo ich nochmal schauen wollte. Und dann ziehe ich mal dorthin. Ja, jetzt habe ich hier noch eine Stelle gefunden. Nachteil ist, ich habe meine Gummistiefel im Auto gelassen und ich musste jetzt barfuß durch das eiskalte Wasser laufen. Es ist echt extrem kalt. Also wenn man Gummistiefel im Auto hat, sollte man sie definitiv mitnehmen. Aber ich denke mal, es rentiert sich auf jeden Fall trotzdem hier auch barfuß, notfalls durch das eiskalte Wasser zu warten, um hier dieses Bild zu machen. 2 Sekunden. Hier habe ich jetzt einen wunderschönen Vorgrund. Ich gehe auf 35 mm. Ich wollte jetzt das 70er nicht extra nochmal aufpacken. Das 35er sollte da vollkommen lang. Jetzt mache ich einmal hier vom Vordergrund ein Foto. Und zwar habe ich dafür die Blende 8 auf 2 Sekunden. Ist ein klein bisschen unterbelichtet, aber wenn ich jetzt das Histogramm sehe, ist es eigentlich wunderbar. Jetzt mache ich noch eins von hinten von dem Wasserfall, um den auch noch scharf zu bekommen. Und ich denke mal, das war's. Ich werde jetzt noch mal vielleicht noch einen Ticken tiefer, also einen Ticken tiefer weiter runter gehen. Oder mal schauen, ich kann es auch, dass man es noch ein bisschen mehr in die Tiefe bekommt, dass ich einen kompletten schönen Lauf nachher hinbekomme. Ein bisschen höher. So, einmal hier den Vordergrund. Jetzt die Mitte. Und einmal hinten den Wasserfall. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was Schnickes, ein tolles Bild. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Ich probiere jetzt noch mal einen Ticken tiefer zu gehen. Mal schauen, wie es wird. Ja, jetzt habe ich noch mal das Ganze ein bisschen tiefer gemacht, um eine andere Perspektive zu bekommen. Das würde ich eh jedem einmal empfehlen, wenn man an einem Spot ist, mal einen Meter zurück, mal einen Meter nach links, mal einen Meter nach rechts, ein bisschen höher, ein bisschen runter. Und jedes Mal gibt es eine andere Perspektive und auch jedes Mal ein neues Bild. Und meistens gibt es dann unerwartet gute Steigerungen, sage ich mal. Deswegen probiere ich immer ganz gerne aus, mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und mache von dort einfach auch mal einen Schuss. So, was mache ich jetzt hier? Schauen wir es an. Erstmal, wichtig finde ich immer, ist die Waage, dass das auf jeden Fall schön gerade ist. Da brauchen wir nachher später das nicht im Photoshop oder im Lightroom gerade zu ziehen und dann hat man es schon gleich erledigt. So, der Polfilter arbeitet noch wunderbar. Man sieht es hier, wie viele Spiegelungen da normal wären. Die mache ich jetzt, beseitige ich jetzt auch alles und so habe ich den schönen Untergrund vom Boden vom Wasser. So, dann nehmen wir mal hier den Stein vorne als die Mitte.
Und nämlich hier ganz unten im Vordergrund scharf. Und einmal hinten den Hintergrund. Ihr seht, es ist immer noch ein bisschen unterbelichtet. Aber wie gesagt, das kann ich dann später ein bisschen aufhellen. Die heutigen Kameras, die sind wirklich gut. Aber ich mache es doch ein bisschen mal höher auf 6. Dann kann ich auf, ja, auf 6 und gehe von der Zeit ein bisschen runter. Ja, machen wir sogar noch weiter runter. Machen wir halt ein Fokus-Stacking. Und so kriege ich, so kann ich mir die Helligkeit wieder rausholen. Ich will jetzt ja nur eine Sekunde belichten. Ja, und ja, sogar noch weniger belichten und gehe von der Blende mal auf 4. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass man mehrere Bilder macht und übereinander legt. Ansonsten wird das Bild später unscharf. Ich guck mal. So. Ja. Ja, so lasse ich es. Einmal Vordergrund. Einmal die Mitte. Die Mitte ist schon mehr der Hintergrund. Also machen wir nochmal die Mitte. Und jetzt einmal noch den Hintergrund. So. Jetzt nichts wie aus dem kalten Wasser raus. Weil das ist wirklich übel. Ja, und was ist dann jetzt mein Fazit? Ich würde sagen, der Wasserfall, der Geroldsauer Wasserfall im Hintergrund ist schon sehr schön. Der Nachteil ist, es ist nur der eine. Also ich bin die ganze Strecke abgelaufen, habe keinen größeren Wasserfall mehr gesehen, nur noch so kleine Gefälle, die man aber auch überall woanders finden kann. Deswegen mein Fazit heißt, er ist ganz schön, wenn man mal Zeit hat und ist in der Gegend. Aber wenn man von weiter weg fährt, von weiter weg kommt, sollte man definitiv doch eher zu dem Gerdelbacher Wasserfall oder Allerheiligen Wasserfall. Die sind auch in der, nicht weit von hier. Und dann hat man definitiv mehr davon. Nächster Nachteil ist, es ist sehr überlaufen hier. Also ich konnte erst mit den Bildern anfangen, wie die Sonne schon untergegangen ist. So konnte ich kaum noch Schüsse machen. Das ist ein großer Nachteil. Das kommt aber dadurch, dass das Gebiet nicht so groß ist. Und dann hat man die ganzen Leute auf einmal, was man bei den anderen Wasserfällen hier in der Umgebung nicht so hat, weil die wirklich viel, viel größer sind. Und dann verläuft sich das alles. Also im Großen und Ganzen gebe ich dem Wasserfall schon eine gute Benotung, weil, wie gesagt, er gefällt mir sehr gut. Aber nur deswegen herzukommen, das muss nicht mehr sein. Dann doch lieber zu den anderen größeren.